Ich möchte hier jetzt dann mal zeigen, wie man in pSim leistungselektronische Schaltungen simulieren kann. Das heißt, einen anderen Simulator als LTSpice benutzen, der speziell für die Leistungselektronik ausgelegt ist, zum Beispiel deutlich schneller simulieren kann und auch viele Blöcke hat, die speziell für die Leistungselektronik sind. In diesem Fall benutze ich zunächst mal eine Demo-Version. Wenn man die Vollversion nutzt, dann hat man da nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, aber einiges kann man schon in der Demo-Version machen, zumindest die grundsätzliche Funktionsweise kennenlernen. Das ist auch das Ziel in diesem Video, dass wir die grundsätzliche Funktionsweise von pSim uns mal anschauen. Dann starten wir es. Dann sehen wir hier jetzt den Bildschirm der Simulationsumgebung, ohne dass jetzt ein Blatt für unsere Schaltung angelegt ist. Das heißt, wir können jetzt noch nicht viel machen, aber was wir jetzt machen ist File New. Ein neues Worksheet erstellen und jetzt können wir unsere Schaltung grafisch eingeben. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist ein einfacher Gleichrichter bestehend aus einer sinusförmigen Spannungsquelle. Die finden wir zum Beispiel hier unten. Linksklick drauf, dann kann ich das reinziehen. Mit Escape drücken gehe ich aus dem Modus raus. Ich könnte aber auch hier in dem Library Browser entweder links das suchen oder hier oben nach einer Sinusquelle suchen, wobei man unterscheiden muss, Achtung, es gibt Spannungs- und Stromquellen. Die Stromquellen sind immer durch einen Pfeil dran gezeichnet oder hier als Current Source. Jetzt reinmachen, sieht man hier den Pfeil, die Stromflussrichtung, das wäre eine Stromquelle. Wir brauchen jetzt hier aber bloß eine Spannungsquelle, also mit Entfernen löschen. Dann wollen wir unseren Gleichrichter dazu machen, dass wir jetzt eine Diode haben und einen Kondensator sowie einen Widerstand. Diode finden wir auch hier unten. Achtung, nicht verwechseln mit im Treiber bzw. eine Ansteuerung für Schalter. Das werden wir uns später angucken. Das sieht zwar auch so aus, aber das soll ein Treiber hier sein. Dann ein Kondensator, auch mit Linksklick auswählen. Und wenn Sie jetzt in diesem Platzieren-Modus sind, können Sie einfach durch Rechtsklick mit der Maus drehen. Das heißt hier Platzieren, Escape wieder und als letztes einen Widerstand, auch mit Rechtsklick drehen. Und jetzt verdrahten wir die Bauelemente. Dazu gehen wir entweder hier oben auf das Wire-Symbol oder W drücken, um in den Verdrahtungsmodus zu kommen und dann mit Linksklick auf den Beginn und wenn wir am Endpunkt sind, loslassen. Es funktioniert relativ intuitiv. Genau, und dann haben wir hier alles markiert. Mit roten Linien werden in pSim immer Schaltungen bzw. elektrische Kreise dargestellt. Später werden wir sehen, dass mit grünen Linien zum Beispiel Verbindungen in Regelungs-Control-Kreisen, also in Steuerungskreisen gemacht werden. Jetzt setzen wir noch eine Masse ran. Als Bezugspunkt können wir entweder G drücken, jetzt für Ground, oder wieder hier unten suchen, Wire verbinden. Dann haben wir unseren Masseanschluss hier unten dran gelegt. Jetzt müssen wir noch die Bauelemente parametrieren. Ja, das heißt, wir haben jetzt bloß die sozusagen Grundbauelemente mit den Grundeinstellungen reingemacht. Parametrieren tun wir immer mit Doppel-Linksklick auf das Bauelement. Das heißt, hier doppelt links drauf stellen wir jetzt eine Spannungsquelle, wie wir sie bei uns hier in Deutschland am einphasigen Niederspannungsnetz haben. 325 Volt Spitze und 50 Hertz. Die Fenster kann man nur zumachen, indem man hier oben durch das X klickt, aber dann werden die Dinge übernommen. Dann die Diode parametrieren. Da sehen wir jetzt hier, und das ist eine ideale Diode, kein Spannungsabfall in Flussrichtung, kein Widerstand in Flussrichtung. Das heißt, das ist dieses Nick-Kennlinienmodell der Diode, was jetzt nur aus einer idealen Spannungsquelle mit 0 Volt und quasi im kurzgeschlossenen Widerstand besteht. Eine Besonderheit ist bei pSim, dass wir bei manchen Bauelementen diese Current- und Voltage-Flags haben. Das heißt, pSim speichert zum Beispiel im Gegensatz zu LTSpice in der Normaleinstellung nicht alle Ströme und Spannungen, sondern nur die, die wir explizit messen. Oder wenn wir so Bauelemente wie hier eine Diode haben, wo wir dieses Current-Flag zum Beispiel auf 1 gesetzt haben. Ja, wenn ich jetzt das Current-Flag auf 1 setze, misst er den Strom durch die Diode für die Simulation und speichert diesen Wert. Und genauso könnte ich hier das Voltage-Flag auf 1 setzen, wenn ich wollte. Aber jetzt setzen wir hier mal das Current-Flag auf 1. Dann parametrieren wir noch den Kondensator und den Widerstand. Kondensator soll 100 Mikro-H Farad haben. Und als Widerstand nehmen wir hier 1 Kilo-Ohm. Kann ich auch 1K eingeben. Sie sehen auch hier, Current- und Voltage-Flag könnte ich einstellen, dass ich die Werte speichere. Ich möchte es aber jetzt ein bisschen anders machen. Ich schließe hier. Die zweite Möglichkeit, nämlich bei pSim zu sagen, dass er Werte speichern soll, besteht darin, dass wir irgendwelche Messsensoren wie einen Tastkopf, hier unten habe ich einen Voltage-Probe, hier eine Differenzspannungsmessung und hier einen Current-Probe, den ich in die Leitung reinmachen kann. Machen wir bloß einen Voltage-Probe, der misst dann zur Masse von dem Knoten, an den ich ihn setze. Linksklick hier ran.
Escape wieder drücken. Nach dem kann ich zum Beispiel einen Namen geben, wenn ich jetzt sagen will, das soll UA sein. Dann heißt nämlich dieser Verlauf UA in unserer Simulation. Dann wollen wir jetzt mal eine Simulation starten. Das heißt, wir messen jetzt den Strom durch die Diode. Spannung am Ausgang haben wir UA genannt. Vielleicht eine Sache noch, was jetzt verwirrend ist, hier stehen jetzt keine Werte dran an den Bauelementen. Wenn man das möchte, kann man das parametrieren. Das heißt, hier Doppelklick drauf und auf Display jeweils drücken, kann ich den Namen und den Wert anzeigen lassen. Und das würde genauso bei anderen Bauelementen gehen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn Sie das auf einen Blick sehen wollen, was Sie dort hier für Parameter eingestellt haben. Ja, das ist nicht standardmäßig eingestellt, sondern muss man selber dann dazu machen. Und jetzt machen wir eine Simulation. Normalerweise simuliert PSIM immer im Zeitbereich. Um jetzt eine Simulation einzustellen, müssen wir diese konfigurieren. Dazu geht man hier oben im Menü auf Simulate, Simulation Control und dann kriegt man hier so eine Stoppuhr. Die setzen wir auch mit Linksklick rein und dann können wir die Simulation parametrieren. Eine Besonderheit ist jetzt, dass wir hier einen Simulator haben, der üblicherweise eine feste Schrittweite hat. Das ist so das Typische. Man kann hier auch eine variable Schrittweite machen, aber das Klassische, was wir bei PSIM benutzen, ist diese feste Schrittweite. Die gibt man hier vor mit Timestep. Das heißt in diesem Fall 10 Mikrosekunden. Da muss man immer schauen, wie sind die schnellsten Änderungen in einer Schaltung, dass man das entsprechend sauber einstellt. Hier haben wir jetzt die 50 Hertz, entspricht einer Periodendauer von 20 Millisekunden, also sind 10 Mikrosekunden normalerweise gut genug als Auflösung. Dann gibt man die Endzeit der Simulation ein, also die Total Time, bis zu der simuliert wird. Das wären jetzt hier 10 Millisekunden, dann machen wir mal ein bisschen mehr. Machen wir dort mal 100 Millisekunden. Dann gibt es eine Print Time, das heißt die Zeit, ab der wir anfangen, zu Werte zu speichern. Ja, wenn ich jetzt bei 0 anfange, dann habe ich den ersten Wert bei 0 Sekunden, den zweiten Wert bei 10 Mikrosekunden und so weiter bis 100 Millisekunden. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel erst ab 50 Millisekunden speichern, wenn ich hier den Wert 0,05 eingeben würde. Print Step ist eine Einstellung, wo man jetzt hier sagt, will ich jeden Wert speichern, wenn ich 1 eingebe, oder zum Beispiel nur jeden zweiten Wert oder nur jeden fünften Wert, um weniger Daten. Volumen zu erzeugen. Wir speichern jetzt mal jeden Wert, um auch was zu zeigen, was in der Demo-Version zum Beispiel nicht so ganz funktioniert. Beenden wir das, dann haben wir die Simulation konfiguriert und können dann jetzt hier die Simulation laufen lassen. Und dann ist die Simulation zu Ende und wir sehen hier, ja, die Einschränkung der Demo-Version. Tatsächlich können wir bloß 6000 Datenpunkte speichern. Das heißt, Daten werden abgeschnitten. 6000 Punkte heißt jetzt in unserem Fall, die Schrittweite war 10 Mikrosekunden. 6000 mal 10 Mikrosekunden ergibt 60 Millisekunden. Das heißt, wundern Sie sich jetzt nicht, wenn nachher die Daten nur bis 60 Millisekunden abgeschnitten werden. Will man jetzt die darstellen, kommt dann als nächstes dieses Fenster, wo man dann Variablen auswählen kann, die in einen sogenannten Screen, das heißt in das Diagramm reingenommen werden. Wir können die entweder einzeln dort reinmachen, wieder rauslöschen oder zum Beispiel alle auf einmal reinmachen und dann OK drücken. Hier unten kann man dann auch noch Werte reinnehmen und mit denen rechnen. Machen wir es aber erstmal so, stellen das da und dann haben wir jetzt hier die Verläufe und wie gesagt, hört das jetzt bei 60 Millisekunden auf. Das heißt, wir haben jetzt simuliert bis 60 Millisekunden. Hier das erstmalige Aufladen des Kondensators, in Blau die Spannung und in Rot den Strom. Und wir sehen schon, im Strom kann man jetzt nicht viel erkennen, weil der sich auf dieselbe Achse bezieht wie hier drüben. Ja, die Spannung ist in der Nähe des Scheitelwertes der Netzspannung um die 325 Volt, aber der Strom hier unten ist vergleichsweise gering, weil wir ja bloß 1 Kiloohm haben an 325 Volt. Das heißt, wird der mittlere Strom 0,3 Ampere sein, aber hier der Spitzenstrom ein bisschen größer, aber trotzdem in einem einstelligen Ampere-Bereich. Wollen wir das in einem Diagramm ändern, können wir hier auf die Werte draufgehen, Rechtstaste Add New Y-Axis klicken und dann haben wir hier eine zweite Y-Achse, wo wir unsere Messgröße für den Strom drauf beziehen. Ja, und dann sehen wir hier Strom und Spannung an diesem Einweggleichrichter. Wie erwartet, impulsförmiges Aufladen während einer kurzen Zeit und danach, wenn der Scheitelwert der Netzspannung erreicht ist, fließt kein Strom durch die Diode. Wir haben ja jetzt hier bloß den Diodenstrom gemessen und hier in diesem Bereich entlädt sich dann der Kondensator über den Lastwiderstand und danach wird er wieder kurz aufgeladen. Wir können jetzt hier auch Werte messen oder zum Beispiel in einen zusätzlichen Screen reinmachen. Messen wir mal Werte. Können wir das machen, indem wir Cursor einfügen. Hier oben Show Measure Lines. Dann kriegen Sie zwei so Linien. Sie können nochmal draufdrücken. Dann kriegen Sie noch diese horizontalen Linien. Gehen wir wieder zurück. Macht es wieder aus. Machen wir jetzt wieder diese vertikalen Linien. Und jetzt wollen wir über eine
Periode mal die Werte messen, um zum Beispiel den Mittelwert des Stromes hier rauszukriegen. Dann setzen wir das hier hin. Sie können auch hier unten jetzt Find Next Maximum. Dann wird er automatisch auf diesen Maximalwert gesetzt. Und hier können wir auch daneben legen Next Max. Und dann sind die Cursor tatsächlich so gesetzt im Abstand von hier 20 Millisekunden. Tatsächlich ist es eine ganze Periode, weil wir einen Einweggleichrichter haben, sodass wir über eine Periode jetzt die Werte ermitteln können. Das machen Sie, indem Sie hier auf Show Values gehen. Dann kriegen Sie eine Tabelle und in dieser Tabelle steht jetzt dann drin, an welcher Stelle Ihre Cursor sind, wie der Abstand ist, hier 20 Millisekunden, wie erwartet, wie groß die Werte an den einzelnen Stellen sind, sowohl für Strom als auch Spannung, wie groß der Unterschied ist zwischen diesen beiden Werten, sehen wir es in beiden Fällen circa 0. Das heißt, hier die Spannung ist tatsächlich um Nanovolt plus unterschiedlich und der Strom um Mikroampere. Und dann hier sind die berechneten Werte, Mittelwert, Mittelwert des Betrages und Effektivwert. Achtung, diese Werte beziehen sich natürlich immer bloß auf eine Periodendauer T, die Sie durch die Entfernung dieser Zeiger festlegen. Das heißt, wenn Sie das jetzt verschieben, ändern sich auch diese Mittelwerte. Das heißt, man muss tatsächlich bei so periodischen Vorgängen die Werte so legen, dass man eine ganze Anzahl von Perioden hat, die man misst. Und dann kriegt man tatsächlich auch den Mittelwert raus. Tatsächlich können Sie auch Schein, Wirkleistung und Leistungsfaktor berechnen. Das macht jetzt hier wenig Sinn, weil es in dem Sinne keine sinusförmigen Größen sind. Wenn Sie nur zwei Kurven in einem Diagramm haben, können Sie damit zum Beispiel bei einer sinusförmigen Quelle messen, welche Wirkleistung, Scheinleistung abgegeben wird und wie groß der Leistungsfaktor ist. Natürlich auch bloß dann, wenn Sie über eine ganze Periode das betrachten. Das wollen wir hier mal ein Beispiel machen, indem wir jetzt noch zwei andere Größen messen, und zwar die Spannung an der sinusförmigen Quelle und den Strom, der durch diese sinusförmige Quelle geliefert wird, was tatsächlich hier der gleiche Strom sein wird wie durch die Diode. Und dann wollen wir auch noch mal angucken, wie wir trotz der Einschränkungen der Demo-Version vielleicht sozusagen zu späteren Zeitpunkten das angucken können. Tatsächlich können wir jetzt Folgendes machen: Wenn wir hier jetzt die Print-Time auf einen späteren Zeitpunkt setzen, zum Beispiel 0,04, erst bei 40 Millisekunden anfangen, dann werden wir jetzt mit unseren 6000 Punkten genau bis 0,1 Sekunde kommen. Wir sehen dann halt nicht den Einschwingvorgang zu Beginn, aber wir hätten jetzt dann drei ganze Perioden am Schluss, wo das in dem eingeschwungenen Zustand ist. Und jetzt wollen wir hier die Spannung messen an der Quelle und den Strom durch die Quelle. Das heißt, ich lösche mal diese Leitung kurz. Draufklicken, entfernen drücken, verschiebe meine Spannungsquelle nach unten, hole mir jetzt eine Strommessung und eine Spannungsmessung. Habe also hier diese Spannungsmessung gesetzt, nennen wir das U-Netz und nennen den Strom I-Netz und simulieren jetzt nochmal. Und dann sehen Sie, es hat nicht bling gemacht. Das heißt, wir haben jetzt eine ausreichende Anzahl von Werten. Und wir haben jetzt diese zusätzlichen beiden Werte I-Netz und U-Netz drin. Ein Diagramm. Und jetzt können wir hier noch eine zweite Kurve dazu machen. Add Screen, die Werte von vorher, ID1 und UA. Und jetzt setzen wir in beiden Fällen wieder eine neue Y-Achse. Und dann sehen wir jetzt hier, der Strom I-Netz ist umgekehrt. Woran können wir das feststellen? Tatsächlich ist in dem Stromsensor, in diesem Current Probe, die Richtung eigentlich vorgegeben. Gehen wir kurz zurück in die Simulation. Sie sehen hier diesen Punkt. Das heißt, ein Strom, der in diesen Anschluss reinfließt, wäre positiv. Da aber unser Strom hier rausfließt, durch die Diode durch, kriegen wir deswegen negative Ströme. Ja, es ist gleich wieder Diodenstrom, aber wir fließen an dem Anschluss bei diesem Strommesser rein, wo nicht der Punkt dran ist, der die Polarität vorgibt. Deswegen haben wir einen negativen Strom. Und dann gehen wir jetzt nochmal in unser Waveform-Window zurück, klicken auf dieses Symbol SimView-Window ist. Und jetzt haben wir hier im oberen Bereich, wie gesagt, Netzspannung und Netzstrom, im unteren Bereich wieder Dioden, Strom und Ausgangsspannung. Hat er jetzt automatisch skaliert, dass die Ausgangsspannung hier sozusagen einen Minimalwert von 270 bis 330 Volt ist. Das heißt, wenn Sie es hier umstellen, rechts können Sie auf Edit gehen und damit auch die Werte einstellen. Dann gehen wir jetzt von 0 bis 330 und OK. Und dann sind wir jetzt hier in dem Bereich, wie das vorher aussah. Jetzt wollen wir aber hier oben mal den Leistungsfaktor bestimmen und Schein- und Wirkleistung. Also die Measure Lines, genau das obere Diagramm, Linksklick drauf. Sie sehen hier, welches aktiviert ist. Wenn ich mit Linksklick drauf gehe, entweder das untere oder das obere. Measure Lines rein. Nehmen wir halt das hier. Finden hier das globale Minimum. Also haben wir auch wieder eine Periode ausgewählt. Schauen uns die Werte an. Und dann kriegen wir jetzt für das obere Diagramm, wenn wir uns betrachten, hier Wirkleistung raus. Die ist gleich wie auf der anderen Seite. Das heißt tatsächlich, die abgegebene Leistung ist gleich der aufgenommenen Leistung. Wir kriegen hier eine Scheinleistung raus. U effektiv mal I effektiv. Das heißt, wenn wir jetzt den Strom
1,1 Ampere mal die 230 Volt effektiv nehmen, sehen wir schon, okay, das passt mit diesen 250 Volt Ampere für die Scheinleistung und entsprechend der Leistungsfaktor hier als Wirkleistung geteilt durch Scheinleistung hier in diesem nichtlinearen Zusammenhang. Das waren ganz grob ein paar Grundlagen zur Bedienung von diesem PSIM. In weiteren Beispielen werden wir uns angucken, wie wir dann auch noch leistungselektronische Schaltung mit Ansteuerungen machen können.